mit unserer technischen Maskierung beschäftigt sind, die Masken lästig, unsinnig, teilweise giftig sind. Kann man die Anfrage, ob wir uns morgen gleich bei dir treffen können? So, jetzt muss ich mal gucken, ob sie eine gute Antwort hat. Hautausschläge und Schlagen, unsere Kinder völlig unsinnig bekriegt. Es kommt noch mehr. Ohne wissenschaftliche Begründung. Zu Hause seit Monaten vor sich hin dösen, anstatt zu lernen. Ja. Während wir als weltweites Versuchslabor für Impfungen herhalten sollen, von der keiner weiß, ob sie überhaupt irgendeinen Nutzen hat. Nur eine unsägliche Impfung, die nachweislich in vielen Ländern, auch in Deutschland, bereits Menschen das Leben gekostet hat, einer Impfung mit schlimmen Nebenwirkungen wie Schüttelanfällen, von denen keiner weiß, ob sie je wieder verschwinden. Während uns schon das beschäftigt, niederdrückt und große Sorge bereitet, beschert das einer ganzen anderen Gruppe von Menschen ungeheure Gewinne. Nicht nur Technologiekonzerne und ihre Interessenten rigoros vorantreiben, nein, auch einzelne Menschen machten im letzten Jahr Gewinne, die wir größtmäßig gar nicht erfassen können. Zum Beispiel Jeff Bezos. 55 Milliarden Euro. Corona wird benutzt, um eine Systemtransformation hinzubekommen. Dieses Coronavirus bietet mächtigen finanziellen Interessenten und korrupten Politikern einen Vorwand, die Rechtfertigung und die ganze Welt in eine Spirale aus. Massenarbeitslosigkeit, Bankrott, extreme Armut und Verzweiflung zu stürzen. Weltweit sind mehr als 7 Milliarden Menschen direkt und indirekt von der Krise betroffen. Allerdings nicht vom Virus, sondern den Kollateralschäden der völlig überzogenen und unverhältnismäßigen Maßnahmen. Sei es dahingestellt, dass dieses Virus extra im Labor erschaffen wurde, es einfach nur die wie aus wundersamer Hand verschwundene Grippe ist oder was auch immer. Auf jeden Fall wird es benutzt, um in großen Schritten und einen Überwachungskapitalismus voranzutreiben. Die Digitalisierung, die eigentlich nicht Schlechtes ist und uns viel Vorteile bietet, wird für Instrumentalisierung genutzt. Immer mehr bürgerliche Freiheiten werden uns genommen. Unser Sport, unsere Bäder, Kino, Theater und was auch sonst noch mehr. Der sehr kluge Spruch besagt, nehmt den Menschen ihre Freiheiten weg und erklärt diese Freiheiten zu Privilegien, die dann mit Bedingungen geknüpft sind und wenn sie dann wieder Freiheiten. Das ist das, was gerade eben passiert. Was hier abläuft, ist durchdacht, klug und sanft führt man uns in staatliche Abhängigkeit. Und das global. Viele mutige Menschen werden regelrecht fertig gemacht. Man entzieht Ärzten die Zulassung. Ärzte, die ihren Schwur treu sind. Mutige Ärzte, die völlig zu Recht Menschen mit schweren Erkrankungen ein Attest ausstellen, um sie davon zu befreien, ihr eigenes Kohlendioxid einzuatmen. Man löscht Videos im Internet von Wissenschaftlern, die ihre Erkenntnisse über Virologie und Epidemiologie, welche sie in vielen Jahren ihres Studiums und ihrer Tätigkeit als solche erlangt haben, allen zukommen lassen. Und nimmt auch gleich noch ihre Partner in Geiselhaft, einfach um ihre Reichweite zu kappen. Unsägliche Medienkampagnen werden gestartet, um aufrichtige und mutige Menschen zu diffamieren. Autoritäre Systeme sind deshalb erfolgreich, weil die Menschen das Autoritäre und die Last spüren, sondern weil die Menschen sich sogar noch damit identifizieren. Oder wie sonst lässt es sich erklären, dass ältere Menschen mit FFP2-Masken bei herrlichem Sonnenschein im Park sitzen. Das Ganze funktioniert sehr perfide, wie man überall sehen kann. Gibt Menschen einen Grund, sich mit Freiheitseinschränkungen zu identifizieren und sie tun es. Weiter braucht man nichts zu sagen. Fakten interessieren gar nicht mehr, denn diese sprechen Bände. Ob es dieser völlig unwirksame PCR-Test ist oder die nicht vorhandene Übersterblichkeit und so weiter, egal.
Viele schauen voller Angst ins Leere, anstatt Fakten zu prüfen. Die Chefin von YouTube sagte, sie wird alles bekämpfen, was gegen den Virus gesprochen wird. Wie sieht es aus mit unserer Meinungsfreiheit? Wir haben die Größe unseres Meinungskorridors eines Nadelöhrs. Man kann zwar fast alles noch sagen, doch nicht mehr alles. Wo es früher nur Rechtsextreme gab, haben wir heute Corona-Leugner, Aluhutträger, Reichsbürger, Systemkritiker, Verschwörungstheoretiker. Immer mehr Etiketten werden benutzt, um Menschen zu diffamieren, damit sie sich nicht mehr mit ihren Positionen auseinandersetzen müssen. Dabei überhaupt noch in einen Dialog zu kommen, ist fast unmöglich. Ist die Konditionierung der anderen Seite so stark, dass man nicht mehr miteinander spricht, dann sind wir als Volk geteilt. Und damit kann man uns bekanntlich sehr gut beherrschen. Wir kommen in eine neue Weltordnung und in eine neue Wirtschaftsordnung. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Denn die, die das vorantreiben, machen ihre Macht durch ihr Geld. Indem man Geld druckt, versucht man, Corona-Maßnahmen wirtschaftlich etwas abzufedern. Das Geld aber hat seinen Wert verloren. Man kann nur noch retten, indem man etwas in Sachwerten anlegt. Ansonsten ist es weg. Auf den Seiten des Weltwirtschaftsforums offiziell zu sehen, ist der Masterplan. Schaut ihn euch an. Die Neuordnung der Welt ist keine Verschwörungstheorie, zumindest nicht im Sinne einer Verschwörung, wie man sie uns weismachen will. Sie ist eine Tatsache des Finanzkapitals gegen die Zivilgesellschaft. Umgestaltungen erfolgen auf mehreren Gebieten. Die Digitalisierung in allen Bereichen und jeden, selbst in den Schulen. Lerninhalte werden zunehmend zentral kontrolliert und genormt. Das Menschliche wird immer mehr aus der Schule herausgenommen, wobei die Masken ja schon der Vorreiter sind. Hallo Zwickau, hallo Freunde. März 2021. Wir versammeln uns. Und wir haben Auflagen. Auflagen aufgrund von Maßnahmen. Maßnahmen, die unser aller Leben seit Monaten bestimmen. Maßnahmen wie Maske tragen. Welch verpönter Begriff. Mund- und Nasenschutz tragen. Da steckt immerhin Schutz drin und kein Zwang, wie in Zwangsmaßnahme. Gar Zwangsjacke. Der silbernen Acht des deutschen Michels. Abstand halten, 1,50 Meter. Das Virus ist ja so intelligent. 1,49,9999 und es kann auf uns überspringen. Uns infizieren, krank machen. Ja, es macht mich krank, dass wir das glauben sollen. 1,50 Meter. Schutzabstand zum gesunden Menschenverstand. Das, liebe Freunde, ist März 2021 in Deutschland der Ist-Zustand. Auch menschlich sollen wir zueinander Abstand halten. Das heißt auf Neudeutsch Social Distancing und auf Altdeutsch Isolation und Vereinsamung. Nur noch eine Person treffen aus einem anderen Haushalt und sollte der Ehepartner, die Ehepartnerin oder der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin hinzustoßen, wird es toxisch und teuer, denn dann heißt es, Bußgeld zu löhnen. Zu den Maßnahmen und deren Vollzug im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit verteidigte der Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, in einem Bildinterview das Vorgehen der Kolleginnen und Kollegen auch im Hinblick der verstörenden Bilder aus dem Hamburger Park vom letzten Wochenende. Viel interessanter allerdings fand ich den darauffolgenden Satz, der sinngemäß lautete:
Wenn die Bürger mit den Maßnahmen und deren Vollzug nicht einverstanden sind, müssen sie vielleicht andere Politikerinnen und Politiker wählen, die der Polizei nicht den Vollzug solcher Maßnahmen abverlangen. Das ist eine wirklich bemerkenswerte Aussage im Superwahljahr 2021. Ich weiß, welcher Partei meine Stimme gehört. Und schaut mal, wie schön blau heute der Himmel über Zwickau war. In Nordrhein-Westfalen kostet fehlender Mund-Nasen-Schutz jetzt am Sandkasten auf dem Kinderspielplatz bis zu 25.000 Euro Bußgeld. Ein echtes Schnäppchen für die gelockdownten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Der Begriff Buße hat einen religiösen Hintergrund. Schließlich geht es darum, für ein verfehltes Verhalten zu sühnen und Reue zu zeigen. So wie das Bußgeld im Staatsdeckel klingt, Corona in die Hölle springt. Klingt pathetisch, ist es auch. Ja, die Corona-Politik der Bundesrepublik Deutschland hat schon irgendeinen Charakter. Wir machen uns Illusionen und schaffen uns Idole und beten es an. Das goldene Kalb von BioNTech, Pfizer, AstraZeneca oder Moderna. Ganz ehrlich, Leute, das ist mir sowas von zuwider. Da muss man sich doch mal fragen, ob wir alle noch bei Drosten sind. Und wenn ich dann abends den Fernseher einschalte oder den Klodeckel aufklappe, kölnert mir Karl Lauterbach in seiner rheinischen Frustnatur wieder die Apokalypse vor. Maßnahmen. Seit gut einem Jahr beschließt die Bundesregierung, also die Kanzlerin herself und deren Vasallen, Maßnahmen, die unser aller Leben bestimmen. Wenn die Maßnahmen nicht greifen, dann müssen die nicht funktionierenden Maßnahmen verschärft werden, bis sie immer noch nicht greifen. Wer, liebe Freunde, soll das noch begreifen? Greifen wir uns an den Kopf, klopfen wir auf Holz und ziehen wir uns dabei einen Span ein, während wir wahrscheinlich auf den versprochenen kostenlosen Schnelltest warten. Schnell, glaube ich, geht in diesem Land gar nichts mehr. Außer vielleicht der soziale, wirtschaftliche und kulturelle Abstieg. Zwickau! Zwickau ist eine alte Bergmannsstadt. Da weiß man noch, wie es untergrundlich zugeht. Da weiß man noch, wo die Kohle herkommt und schmeißt sie nicht einfach zum Fenster hinaus, um Masken zu beschaffen oder Impfstoff oder ein sündhaft teures Haus. Fossile Brennstoffe, die Kohle sollen ohnehin abgeschafft werden. Apropos schaffen. Schaffen wir das? Schaffen wir was? Das sollte eigentlich die Fragestellung sein. Schaffen wir es wieder normal zu werden? Normal zu denken? Überhaupt zu denken? Schaffen wir es, uns aus der kollektiven Paranoia, die da Corona heißt, zu befreien? Gerade zu Beginn des Frühlings ist die richtige Zeit dafür. Zeit zum Durchatmen, zum Aufatmen, Zeit zum Atmen. Zeit zu verstehen, dass die Maßnahmen keine Maßnahmen sind. Denn der Begriff, im Begriff Maßnahme steckt Maß. Das bedeutet Verhältnismäßigkeit. Maß versinnbildlicht auch Begrenzung und ist ein überbewerteter Minister. Maßnahmen sollten Maß nehmen und zeitlich abgesteckt sein. Was heißt, wir schaffen es selber? Ist das jetzt laut genug? Ja, ne? So, vielen Dank. Eine schöne Rede. Inhaltlich sehr konstruktiv für uns. Und ich möchte mich auch für die vielen Zuwendungen hier schon bedanken, die gelaufen sind. Und ich möchte euch jetzt eine Parabel vom Hans den Sprüher mal nahe bringen.
So, ich hab... Wir nehmen jetzt mal an, ich bin der Hans. Vielleicht sogar der Hans im Glück. Und der Hans, der hat vor noch nicht allzu langer Zeit sich hier so eine ganz tolle Flüssigkeit geschaffen und da sprüht er jetzt überall alles voll, die Autos und schon mit Abstand, damit nichts passiert, wird alles besprüht, alles in Zwickau wird besprüht und die ganzen Anwohner wundern sich und rufen die Polizei, weil sie sich wundern, was das denn soll. Und da kommt die Polizei und fragt den, ich bin jetzt. So, ja, sagen Sie mal, was versprühen Sie denn hier? Und deshalb, ich versprühe was gegen Krokodile. Aber ja, gibt es doch gar keine Krokodile in Zwickau, sagt die Polizei. Ja, natürlich gibt es keine Krokodile in Zwickau. Ich versprühe ja eine Flüssigkeit dagegen. Keine Krokodile gibt es hier. Nirgends gibt es hier Krokodile. So, da freut sich die Polizei, denn werden wir dafür sorgen, dass es zur Pflicht wird, dass jeder eine Substanz versprüht. Warum geht das nicht richtig? Schatz. Außen lassen. Okay, dann lassen wir es mal außen. Diese Woche außer Gefecht gesetzt hat. Das hält mich aber nicht davon ab, wie jede Woche unseren Kindern eine Stimme zu geben. Wenn auch diesmal nur per Audio. Mich belastet von Woche zu Woche mehr, dass es unseren Kindern immer schlechter geht. Es ist einfach kein Land in Sicht. Die ersten Schulen schließen schon wieder, den Kindern wird wieder ein Stück Normalität genommen. Sie werden wieder dazu gezwungen, sich den Schulstoff zu Hause über Handy oder Computer selbst anzueignen. Statt von Lockerungen spricht mancher Politiker jetzt wieder von Zügel anziehen. Manch schlauer Politiker weiß sogar jetzt schon, dass es an Ostern nicht möglich sein kann, Urlaub zu machen. Ganz ehrlich, bei solchen Aussagen unseres Ministerpräsidenten platzt mir der Kragen. Man klaut unseren Kindern eine Woche Winterferien, weil sie ja laut Politik mal abschalten müssen. Nach dieser Woche bombardiert man sie wieder mit Schulstoff über ein schlecht funktionierendes Lernsacks zu. Die Kinder freuen sich auf die Osterferien, denen der ein oder andere mit seinen Eltern nur einen kleinen Tapetenwechsel wollte. Raus aufs Land, ab an die See, laut Kretschmer unmöglich. Die Politik beschließt für unsere Kinder eine lernfreie Hausarrestzeit über Ostern. Applaus, Applaus, liebe Regierung. Nicht genug, dass man unsere Kinder einsperrt, ihnen den Lebensmut langsam aber sicher nimmt. Nein, jetzt kommt auch noch die Hiobsbotschaft. Kretschmer denkt über eine Impfpflicht im Sommer in Sachsen nach. Ganz ehrlich, Herr Kretschmer, haben Sie den Verstand verloren? Machen Sie sich doch mal die Mühe, gehen Sie auf die Straße, fragen Sie mal Ihre Sachsen, was sie von Ihrem Vorschlag halten. Aber da fehlt Ihnen der Schneid. Sie entscheiden von Ihrem schicken Schreibtisch über die Zukunft Ihrer Bürger in Sachsen. Sie denken über eine Impfpflicht nach, aber natürlich erst im Sommer. Warum erst im Sommer, wenn die Wahlen vorbei sind? Glauben Sie, dass Sie diesmal die Stimmen Ihrer Bürger hinter sich haben? Mit solchen Aussagen? Ich glaube nicht. Ich spreche für mich und ich hoffe, ich spreche für viele andere Eltern, die genauso denken wie ich. Sie haben mir, meiner Familie und meinen Kindern am 18.11.2020 in Berlin mein Grundrecht genommen. Sie werden mir nicht meine freie Entscheidung über eine Impfung nehmen, für die niemand eine Haftung übernehmen möchte. Ich werde meine Kinder, wenn es sein muss, mit meinem eigenen Leben beschützen. Denn meine Kinder werden sie nicht als Versuchsobjekt benutzen. Das wird nicht passieren. Und wenn, muss man mich dafür töten. An alle da draußen, handelt jetzt,
Wartet nicht, bis euer Nachbar, euer Freund vielleicht auch sagt, jetzt reicht es. Bei jedem Einzelnen ist die Schmerzgrenze wie eine Messlatte. Bei dem einen höher, bei dem anderen niedriger. Jeder für sich muss entscheiden, wohin geht die Reise. Geht sie in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung oder geht sie in Richtung Zwangsimpfung? Ich für mich persönlich habe entschieden, ich will Frieden, Freiheit und eine glückliche Zukunft für unsere Kinder. Ja, das war unsere Meinung.